Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Heute herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zwar geht es heute um Smart Casual Outfits für Männer. Ich habe euch mal ein paar meiner Lieblingsoutfits abgefilmt, werde sie auch gleich mal einblenden, ein bisschen was dazu sagen. Das heißt für euch mal so ein paar Anregungen. Der ein oder andere hat es mitbekommen auf meinem Instagram-Account. Ich bin sehr, sehr aktiv. Wer mir noch nicht folgt, erster Link unten in der Infobox. Ich poste momentan viele Bilder und versuche auch mit den Styles zu variieren. Ja, und da freue ich mich natürlich auch über eure Meinung. Das heißt, wer mit diskutieren will, seine Meinung sagen will, wie ihr Sachen findet, Anregungen braucht. Checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Link, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich will gar nicht so viel rumschnacken, sondern ich zeige euch jetzt mal ein paar meiner Outfits momentan, die man gut tragen kann. So ein bisschen schicker. Leute, ihr wisst, ich bin mittlerweile 31 und keine Sorge für alle jungen Leute unter euch. Es wird ein Video geben, ein Schuloutfit. Also gerne ein paar Daumen nach oben geben. Für alle, die noch zur Schule gehen, ja, gebt mal jetzt dem Video einen Daumen nach oben. Dann werde ich, wie gesagt, speziell nochmal ein Schuloutfit machen. Also jetzt bei 1500 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Da ist viel Bedarf da, es sind viele junge Leute mit am Start. Für alle anderen, gut aufgepasst, Leute. Das sind ein paar richtig nice Styles. So laufe ich momentan auch rum. Fühle mich sehr, sehr wohl. Es ist ein bisschen schicker, aber trotzdem versuche ich, was Elegantes mit etwas Rocking zu kombinieren. Und da komme ich auch schon mal direkt zum ersten Outfit. Und zwar blende ich das hier ein. Trage ein Strickpulli, darunter ein Hemd, weißes Hemd, ganz normal, klassisch, bei Zara geholt. Mittlerweile habe ich tatsächlich schon Größe XXL. Leute, nicht so viel pumpen, sonst passen euch irgendwann die Klamotten nicht mehr. Dort drüber trage ich eine Biker-Lederjacke, auch schon sehr, sehr oft gezeigt in vielen Videos momentan. Meine absolute Lieblingslederjacke. Die ist auch so ein ganz bisschen gefüttert. Also es gibt ja Lederjacken, die so ein bisschen dünner sind. Die ist aber ein bisschen gefüttert, das heißt optimal jetzt gerade noch so an der Grenze. Guter Style, trotzdem ein bisschen kalt. Die Hose ist von Replay, eine Hyperflex. Oft erwähnt, einer meiner absoluten Lieblingshosen derzeit. Und ich trage Chelsea Boots, die sind von Gertz. Für mich ist das momentan mein absolutes Lieblingsoutfit. So bin ich unterwegs, so treffe ich mich mit Freunden, so habe ich Business-Termine, das spiegelt irgendwie mich wieder und meinen Style. Das ist ein bisschen feiner. Dennoch mit der Hose, mit den Chelsea-Boots, mit der Lederjacke ist es so, dass ich mich damit einfach wohlfühle. Doch für alle Leute da draußen, die noch nicht ihren Style gefunden haben, die nicht wissen, was zu ihnen passt, probiert es einfach mal aus, geht mal raus auf die Straße und guckt mal, fühle ich mich damit wohl, verstelle ich mich nicht, bin ich verkleidet? Weil das kann ich euch nur sagen, Leute. Macht nicht anderen Leuten den Style nach, sondern schaut einfach. Ihr seid individuell, jeder hat seinen eigenen Charakter, sein eigenes Leben und schaut einfach, ja, was spiegelt euch wider und wie wollt ihr euch nach außen präsentieren. Dementsprechend einfach mal ausprobieren. Das war das Outfit Nummer 1 für mich gerade momentan, mein absolutes Lieblingsoutfit, sonst noch ein Schal drumherum. Ich weiß, es wird jetzt ein bisschen kälter. Winteroutfits wird natürlich auch folgen, ihr wisst Bescheid, hier auf diesem Kanal hat ja mittlerweile alles Tradition. Dann kommen wir zum Outfit Nummer 2 und in den vorigen Videos habe ich es natürlich auch schon öfters erwähnt, Rollkragenpullover. Ein absolutes Must-Have für diesen Winter. Sieht elegant aus, es betont auch ein wenig die Muskulatur, wenn vorhanden. Die Frauen stehen drauf und ich kann es euch nur empfehlen, legt euch mal so ein Rollkragenpulli zu in sämtlichen Farben. Hier haben wir so einen Braun, kombiniert mit so einem Bordeaux-Rot, mit einer roten Hose, auch ein bisschen feiner vom Stoff und vom Material her. Die Hose war, glaube ich, unter 20 Euro, Rollkragenpulli war bei 40 Euro. Darauf trage ich dann noch einen schicken, eleganteren Gürtel. Muss ich sagen, ist auch gerade super, wenn man mal essen geht und rausgeht und trotzdem Bock hat, gerade in der Winterzeit, ein bisschen Farbe mit ins Spiel zu bringen, weil sonst ist immer alles so trist, so grau, Wetter ist schlecht, Regen. Dann finde ich, dann sollte man doch wenigstens bei den Klamotten versuchen, ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Ist vielleicht nicht für jedermann geeignet, aber ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Probiert die Hosen an, es ist immer unterschiedlich, gerade bei Zara, wie die ausfallen. Das ist jetzt bei mir eine 46 gewesen. Checkt es auf jeden Fall ab. Aber das ist auch gerade ein Outfit, jetzt nicht nur für draußen, aber wenn man sagt, man geht rein auf eine Geburtstagsparty oder so, finde ich, Schockgesell. Auch hier, ihr seid aufgefordert, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache das für euch, um euch Anregungen zu zeigen, um euch ein bisschen zu helfen. Ihr sagt, cool, ich weiß nicht genau, wo gibt es welche Sachen, wo kann ich was kaufen. Versuche auch die Outfits immer so günstig wie möglich, dass wir nicht zu Hugo Boss gehen oder Gucci oder wie auch immer. So ein Hemd dafür 200 Euro kann sich keiner leisten. Dementsprechend gehe ich zu Zara, H&M, versuche einfach Läden zu finden, ja, mit denen wir uns einfach identifizieren können und wo ihr auch relativ einfach die Sachen nachkaufen könnt. Also, ich bin auf eure Meinung gespannt, immer in die Kommentare. Dann als nächstes auch ein Bild, was sehr, sehr gut angekommen ist auf Instagram. Das ist ein Outfit mal mit einem Mantel. Sehr, sehr selten, dass man mich mit einem Mantel sieht, aber auch im Wintertrend-Video. Mantel, absolutes Must-Have, absoluter Trend. Und wirklich jedermann einen Mantel zu Hause haben sollte. Auf jeden Fall ist der in einem dunkelblau und dort drunter trage ich, wie soll es auch anders sein, einen Rollkragenpulli, aber mal in einem Rot.
Wie schon erwähnt, alles ist grau im Winter. Ich will ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen. Ich hoffe, die That's Me Crew Community ist mit dabei. Dazu würde ich dann aber auch eine schlichte schwarze Hose tragen und schlichte Schuhe ist immer wichtig. Wenn ihr was Farbliches macht, nicht zu viel, nicht überladen, sonst wirkt das immer schnell, als wenn ihr gerade irgendwie aus dem Zirkus kommt und der Clown seid. Ja, einen guten Mantel könnt ihr natürlich auch mit einem schönen Hemd kombinieren oder mit Rollkragenpullis, die jetzt nicht rot sind oder in einer schlichteren Farbe. Finde ich aber super. Wie gesagt, gerade Mäntel jetzt für den Winter optimal. Gerade Mäntel jetzt für den Winter sind echt optimal. Ich merke gerade, wie oft ich mich verquatsche. Ich werde so viel schneiden. Smart Casual, absolutes Must-Have. Dann kommen wir zu einem Outfit, das ist ein bisschen mehr gewagt und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Und zwar blende ich das jetzt mal ein. Es ist, ja, ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Ich feiere das Hemd und vor allem feiere ich die Hose. Diese Hosen, so ein bisschen Anzugstyle, finde ich sowieso mega, mega nice. Super bequem, machen was sie ja sehen, schick aus. Finde ich richtig gut, kann man gut kombinieren mit vielen Sachen, gerade jetzt für den Winter top. Sind ein bisschen dünner, ansonsten so ein bisschen, ja, diese Anzughosen. Ich sag immer, so eine Hose hat mein Opa früher getragen, also so ein bisschen Retro-Style. Finde ich sehr, sehr cool. Ist natürlich Geschmackssache, könnt ihr abchecken. Diese Kette, die an der Seite dabei war, kann man dran lassen, kann man abmachen. Jeder so, wie er das mag. Ich habe es jetzt einfach mal dran gelassen. Ist auf jeden Fall auch eine Geschmackssache. Aber da bin ich gespannt. Mal in die Kommentare einfach nur Hashtag ja oder nein, dann ist es bezogen auf das Outfit. Feiert ihr das oder nicht? Finde ich interessant. Wer würde sich von euch da draußen trauen? Dazu möchte ich natürlich noch mal eine Sache sagen. Wenn du jetzt da draußen bist und sagst, oh, ich finde das Hemd cool oder ich finde das cool oder rot oder wie auch immer und denkst, ich kann das nicht tragen, weil dann werde ich ja doof angeguckt oder die hänseln mich oder sonst was. Wirklich, ich kann euch nur mit auf den Weg geben, Leute. Versucht euer Ding durchzuziehen. Schaut nicht so viel nach links und rechts, weil man kann es eh nicht jedem recht machen und irgendjemand wird immer irgendwas kritisieren. Ihr sollt glücklich sein mit eurem Style, ihr sollt euch wohlfühlen und ihr sollt nicht anderen Leuten gefallen, sondern nur euch selber. Und das ist ganz, ganz wichtig, deshalb versuche ich euch zu ermutigen, einfach zu sein, wie ihr seid. Egal wer was sagt, mich haten auch Leute für irgendwelche Dinge und mir ist es egal, ja, ich scheiß darauf. Warum? Weil ich bin glücklich damit und ich muss mich da vor niemandem rechtfertigen, ja, und wenn es um Klamotten geht, müsst ihr euch vor niemandem rechtfertigen, weil das ist euer Style und ihr könnt tragen, was ihr wollt. Das wollte ich nochmal ganz kurz zum Schluss sagen. Ansonsten, für alle jungen Menschen da draußen, die noch zur Schule gehen, jetzt mal einen Daumen nach oben geben, denn gibt es für euch demnächst ein Perfect School Outfit. Also, was solltet ihr am besten in der Schule tragen, um stylisch zu sein? Ich weiß, in der Schule, die Mädels sind da, aber Männer auch Style haben. Ich kann es verstehen, Leute. Dementsprechend, Daumen nach oben, dann gibt es für euch nochmal ein gesondertes Video für alle anderen. Haut in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, welchen Style ihr mögt, was ihr momentan tragt. Lasst uns diskutieren, folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr noch mehr Bilder und Styles sehen wollt. Für alle anderen gibt es noch die Aktion 49 Euro Perfect Man. Wenn ihr sagt, ich will mich transformieren, ich will jetzt endlich einen geilen Body, ich habe einen geilen Style, aber mir fehlen noch die Oberarme dazu. 49 Euro, so günstig werden wir das nicht mehr raushauen. 12 Wochen Programm, checkt mal jetzt unten, Link in der Infobox. Kostenlose Analyse und das kostenlose Handbuch, bezahlt ihr nichts, informiert euch einfach mal. 12 Wochen geht der ganze Spaß. Danke auch an die ganzen Leute, die das jetzt bei der 49 Euro Aktion gekauft haben. Ich heiße euch willkommen, freut euch drauf, es wird geil werden. Wir sehen uns in der Facebook-Gruppe. Ansonsten, macht es gut, mein Name ist Bugs. Was ist denn mein Name? Mein Name ist Bugs Spencer, würde ich sagen. Ich mag Eggers und wir sehen uns beim nächsten Video.